Nochmal herzlich willkommen im Museum für Stadtgeschichte Dessau, hier im Johannbau, dem ehemaligen Residenzschloss der Fürsten und Herzöge von Anhalt-Dessau. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Rahmen des Werkleitsfestivals Modell und Ruine hier ins Museum kommen. Und wir werden uns heute einige Objekte aus der Dauerausstellung anschauen. Das sind alles Dinge, die Herr Herrmann bei seinen Recherchen für das Festival entdeckt hat. Und wie der Name des Festivals schon ja angedeutet hat, wir schauen uns heute besondere Modelle der Ausstellung an. Also ein Thema, was ihn ja schwer bewegt hat und stark interessiert hat auch. Die Modelle, die wir jetzt anschauen, befinden sich auf 3 Etagen hier in der Dauerausstellung. Die Dauerausstellung hat den Titel Schauplatz vernünftiger Menschen, Kultur und Geschichte in Anhalt-Dessau. Und Sie werden sich vielleicht ein bisschen wundern über den Titel Schauplatz vernünftiger Menschen. Was soll das eigentlich heißen? Das ist ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert, genau genommen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und bezieht sich auf das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, was gerade gegründet wurde zu dieser Zeit. Und das Gartenreich, aber insbesondere der Ideenreichtum und die vielen reformerischen Ideen und Geistesideen, die in der Aufklärungszeit hier entstanden sind, die zogen tatsächlich ganz viele Menschen nach Dessau und Umgebung, um sich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen. Es kamen Könige, es kamen bekannte Schriftsteller hierher, es kamen aber auch Weltreisende wie Johann Georg Forster und viele, viele andere Interessierte auch. Und einer war dabei, der stammte aus Wittenberg, beziehungsweise war dort Theologieprofessor, der hieß Volkmar Reinhardt. Und der war so begeistert von diesem neuen Dessau-Wörlitzer Gartenreich, was hier entstanden ist, dass er dann bei einem späteren Biografen des Fürsten Franz, das war der erste Biograf des Fürsten, geäußert hat, der Fürst habe es verstanden, die Erde in einen Schauplatz vernünftiger Menschen zu wandeln, weil er eben so begeistert war von den vielen Ideen. Naja, und für uns, als wir hier die Dauerausstellung eingerichtet haben, das war im Jahr 2005, so lange gibt es das Haus jetzt in dieser Form hier, haben wir so gedacht, ja, ist so unsere Leitidee jetzt, gab es diese sogenannten vernünftigen Menschen hier in der Stadt. Wer könnte das denn gewesen sein? Wer war dabei, der vielleicht was Innovatives getan hat? Was ist geblieben von der langen Historie, auf die man sich ja hier mal sehr gerne auch wieder beruft? Und wo bricht sich das auch im Laufe der Geschichte? Und ja, das wollen wir uns jetzt anhand von ein paar Modellen mal anschauen. Und dafür bitte ich Sie, sich hier vorne zu sammeln. Da ist das erste Modell, nämlich das Dessauer Residenzschloss. Am besten sieht man das eigentlich, wenn man hier von der Seite schaut. Und Sie hatten ja vorhin auch schon draußen vorgestanden. Und ja, ich warte erstmal, bis alle hier sind. Wir sind hier in dem kleinsten dieser Flügel, der hier von der Dreiseitanlage zu sehen ist. Das ist der Johannbau. Und wer vorhin ein bisschen mit Ruhe geguckt hat, sieht, dass die Dachform völlig verändert ist. Also jetzt ist ja hier auf diesem Modell, was den Zustand des Schlosses um 1945 zeigt, ein schlichtes Satteldach aufgesetzt. Das war so bis 1945, dann ist die Stadt Dessau bei einem der schwersten Luftangriffe auf Dessau. Wir haben dort im Mausoleum ja eben schon Bilder von der Zerstörung der Stadt gesehen, zu über 80% zerstört worden. Und auch der Johannbau und eben große Teile der Innenstadt sind zerstört worden. Aber hier, finde ich, an dem Modell hat man eigentlich ganz gut eine Vorstellung, wie es mal ausgesehen hat bis 1945. Und dieser kleinste Teil, der Johannbau, sah praktisch nach der Wende, war es hier eine Kriegsruine. Hier wuchsen schon Mauern, wenn wir nachher durchs Museum gehen. Sie erinnern sich da vielleicht noch dran, Sie sind ja aus Dessau. Wie gesagt, es gibt Bilder, wo hier schon Bäume drin gewachsen sind. Man wird das auch am Gebäude sehen. Es stehen halt praktisch nur noch die Außenmauern und das Innere des Treppenturmes ist noch erhalten geblieben. Das sind schöne Sandsteinarbeiten, die man ab und an in Führung auch mal besichtigen kann. Die nächste ist am 23. Juni übrigens, wenn das interessiert. Ich hatte ja eben schon gesagt, der Johannbau ist im Grunde auch noch eine Kriegsruine geblieben, auch wenn er nach der Wende saniert worden ist. Also man hat den dann wieder in den Urzustand, in den Erbauungszustand zurückgesetzt, also um die Zeit um 1528. Wir wissen ziemlich genau, dass dann eben angefangen worden ist mit den Bauarbeiten, weil es im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau, was hier im Wasserturm in der Heidestraße sich befindet, eben briefliche Belege über den Baufortschritt gibt.
Drei Brüder haben gemeinsam erbaut, Johann der Vierte, das ist der, nach dem der Bau benannt wurde. Dann gab es noch den Bruder Georg den Dritten und Joachim. Und die drei haben früh den Vater verloren und sind dann am Dessau, nicht nur am Dessauer Hof erzogen worden, sondern waren auch viel in der Dresdner Gegend und in der Berliner Gegend. Und der erste Brief, den wir haben als ersten Beleg für den Baufortschritt, ist ein Brief, der 1528 aus Dresden geschrieben worden ist. Da wird belegt, dass ein Floß mit Steinen und Parsen unterwegs sei, um eben, also Steine und Teile aus der Nähe des Elbsandsteingebirges bei Pirna, um mit dem Bau beginnen zu können. Ja, das war 1529. Ein anderer wichtiger Beleg war dann 1530 schon. Da ist Richtfest gefeiert worden, auch das ist brieflich belegt. Georg der Dritte, der ist später hier als Reformationsfürst in die Geschichte eingegangen, der schreibt an seine beiden Brüder, die gerade auf dem Weg zum Reichstag nach Augsburg sind. Also da wurde das Bekenntnisschreiben der Protestanten gerade vorgeschrieben, dass Richtfest gefeiert wird. So haben wir diese Belege. Kommen Sie doch bitte mal auf die Seite, weil von da hinten sieht man den Bau ganz wenig. Nur bedeutend geworden ist der Johannbau eigentlich wegen dieses Treppenturms, den wir von draußen schon gesehen haben. Und Sie sehen hier, dass ihn nochmal in seiner Vollständigkeit mit diesem quadratischen Unterbau und diesen beiden Freitreppen diesmal gegeben hat. Heute ist da jetzt nur noch so ein schlichtes Gelände vor. Die südliche Treppe fehlt ganz. Die Tür, die Sie gesehen haben, führt jetzt ins Leere. Und dieser Altan war mit kostbaren Steinmetzarbeiten aus, die vor 500 Jahren entstanden sind, eben ausgeschmückt. Wie das ausgesehen hat, wen das interessiert, darüber gibt es auch Publikationen, kann ich Ihnen nachher oben noch mal zeigen. Ja, und das war übrigens der einzige Eingang in alle Etagen des Schlosses zu diesem Zeitpunkt. Die anderen beiden Flügel sind dann auch im 16. Jahrhundert angesetzt worden und natürlich, wie das bei Schlossbauten so ist, über die Jahrhunderte stark verändert worden. Wenn Sie Fragen haben, wir sind heute so eine kleine Gruppe, fragen Sie einfach, dann brauche ich nicht immer nur zu erzählen. Wir hatten ja vorhin schon im Gespräch behandelt, also um diesen Schlossplatz gibt es im Moment ja sehr viele Diskussionen. Sie hatten das schon so ein bisschen angerissen, das sind praktisch diese beiden Gebäude gewesen, die dort stehen, wo dieses Hotel entstehen soll. Also wenn Sie das verfolgt haben, hier, wer aus Dessau kommt, diese beiden Gebäude sind das, da stehen jetzt die Plattenbauten, die abgerissen werden sollen. Und das war diese Hauptwache, wo eben eine Bürgerinitiative überlegt, ob man nicht diese Fassade wieder aufbauen könnte. Ja, gibt es viele verschiedene Ansätze. Ich selbst bin jetzt nicht so ein Vertreter dieser historisierenden Fassaden. Naja, gut. Wie sieht denn das mit Vorgängerbauten aus? Also der Johannbau, da gab es ja bestimmt Vorgänger. Ja, das gab Vorgängerbauten. Der älteste Beleg, den es gibt, das ist dieser Stein, der dort liegt, ist von 1341. Der war hier in einem Nordflügel angebracht. Der Nordflügel ist aber schon 1708 abgetragen worden. Das gefiel dem damaligen Fürsten nicht mehr. Der wollte das Schloss eben zur Stadt hin öffnen. Und dieser Stein, den Sie dort sehen, trägt eine Inschrift. Albrecht und Woldebar haben mich errichten lassen im Jahr 1341 und der hing über dem Nordportal praktisch drüber. Also, und wie das Schloss vorher ausgesehen haben auf dem Plan draußen, gibt es so eine Karte, da sieht man, da war auch eine feste Burg schon in der Ecke, aber wie sie ausgesehen hat, das wissen wir nicht genau, dafür gibt es keine Belege und auch keine Baupläne. Es gab zwei Stadtbrände. Und ja, und so war das eben Bedürfnis der drei Brüder, gemeinsam diesen Johannbau erneuern zu lassen. Aber das stand, wo der Nordflügel war. Also bitte? Also in etwa an dieser Ecke stand dann auch schon dieser Vorgängerbau, ja, genau. Wie das ausgesehen hat nach dem Krieg, ich sagte ja, am 7. März 1945 ist das Schloss dann ausgebrannt. Die beiden Flügel, die Sie hier sehen, also der Südflügel und der Ostflügel, der zur Mulde hin zeigt, die sind dann schon kurz nach dem Krieg abgerissen worden. Der südliche 1948 schon und der andere in den 50er Jahren. Davon sehen Sie Bilder auf der anderen Seite, wenn wir gleich weitergehen. Ja, ich will Sie jetzt nicht mit Schlossgeschichte langweilen. Wir haben ja viele Modelle hier im Haus. Sie sollen ja nun neugierig werden auf die verschiedenen Dinge, die es hier zu sehen gibt. Aber vielleicht noch kurz hier zu diesem Bildnis, was man hier auf diesem Stein sieht. Wir haben lange vermutet, dass es sich hier um den Baumeister Ludwig Binder handelt, weil das Steinmetzzeichen von Ludwig Binder
hier am Bau häufiger vertreten ist. Man kann das immer noch sehen. Mittlerweile ist das veralteter Forschungsstand. Wir wissen mittlerweile, dass dieser Ludwig Binder erst 16 Jahre alt war, als hier mit dem Bau begonnen worden ist. Und mit 16 war man noch nicht volljährig. Volljährig war man erst mit 21 Jahren und man konnte demzufolge auch keinen Bau als alleiniger Meister leiten. Abgesehen davon waren die Steinmetzlehren, schätzen Sie mal, wie lang die waren, lange Ausbildungszeiten, haben Sie eine Idee? Ja, schon gut, aber doppelt so lang. 8 Jahre war die Steinmetzausbildung und schon allein aus dem Grund konnte er eben nicht der Baumeister sein. Fakt ist aber, dass Ludwig Binder und das B sieht man ja hier auch deutlich reingraviert. Wahrscheinlich mit einem nahen Verwandten, auch das wissen wir noch nicht so genau, wer das eigentlich war, ob das der Vater war oder jemand anders, mit Bastian Binder gemeinsam den Johannbau und auch andere Teile am Schloss gebaut hat. Beide waren aber und sind nachweislich für die anhaltischen Fürsten tätig gewesen. Und dieser Bastian Binder war übrigens der Baumeister des wichtigsten Mannes nach dem Papste, nämlich Kardinal Albrechts von Brandenburg. Und den finden Sie am Dom in Halle hat er gebaut oder in Magdeburg am Dom war er beteiligt oder in Merseburg und eben an ganz, ganz vielen Schlossbauten hier in der Region. Ja, schauen Sie sich ruhig an. Und ja, vielleicht bevor wir zum nächsten Modell gehen, kurzer Hinweis, so sah der Johannbau aus bis zur Wende, bis er saniert worden ist. Hier sehen Sie ihn noch als Bauruine, passend zu Ihrem Thema. Und hier sind die beiden anderen Schlossbauten, die beiden anderen Flügel zu sehen. Ja, nächstes Modell in der Ausstellung, wo ich immer finde, dass man sich ganz gut orientieren kann, wie die Stadt eigentlich mal ausgesehen hat, zeigt den Zeitschnitt bis 1938. Das kann man an diesem Gebäude, was sich hier an der Ecke befindet, erkennen. Das war die Synagoge, die letzte Synagoge, die in Dessau gebaut worden ist, die in der sogenannten Sandvorstadt lag. Wie die mal ausgesehen hat im Einzelnen, das gucken wir uns gleich eine Etage höher noch an. Davon gibt es auch ein Modell in der Ausstellung. Und das ist leider auch eine der Synagogen, eine der ersten in Deutschland, die in der Reichspogromnacht 1938 in Brand gesetzt worden ist. Wie das dann aussah, wie gesagt, gucken wir uns gleich oben noch weiter an. Also Zeitschnitt bis 1938, dieses Gebäude haben Sie jetzt schon kennengelernt. Das ist der Johannbau, der kleinste Flügel, in dem wir uns jetzt befinden. Nochmal mit den anderen beiden Flügeln. Sie sehen, dass die herzogliche Mühle ganz in der Nähe des Schlosses angesiedelt war. Auch die ist Kriegsverlust. Das Gebäude dort hinten an der Ecke des Modells war die Villa auf der Mühleninsel, ebenfalls nicht mehr vorhanden. Sie haben vor der Marienkirche, das Gebäude werden Sie kennen, wenn Sie rausgehen in Sieden, da ungefähr, wo der Bus gehalten hat, haben Sie ja, glaube ich, gehalten. Eben die Parkplatzsituation, die Sie jetzt vorfinden, sah auch anders aus. Da waren Bauten, die sogenannten Buden davor. Wie die ausgesehen haben, können wir gleich da hinten auf, bei dem Modell auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Die Bebauung hier, die historischen Bauten, sind teilweise zu DDR-Zeiten dann abgerissen worden. Und Sie sehen dann hier das Rathaus, was ungefähr in dieser Form auch heute noch in dieser Art vorhanden ist. Das Rathaus, was hier zu sehen ist, wurde 1901 eingeweiht. Wer nochmal mit viel Zeit wieder hier ins Museum kommt, kann sehen, hier in dem Bereich geht es so ein bisschen um die Neueinrichtung des Rathauses. Um 1900 war die Stadt Dessau ja erheblich angewachsen, hatte so 50.000 Bewohner und natürlich wuchsen da auch die Verwaltungsaufgaben und insofern musste eben auch ein neues Rathaus her. Die Aufnahmen, Bilder, die Sie hier sehen, die Aquarelle und Federzeichnung teilweise, die stammen vorwiegend von Dessauer Malern, die eben dort Entwürfe für gemacht haben. Auf der anderen Seite würden Sie solche Dinge zur Einweihung des Rathauses dann finden. Was man auch nicht mehr findet, ist dieses Gebäude hier mit dem hochgezogenen Dach. Das war die sogenannte Fürstliche Reitbahn und auch die erste Theaterspielstätte in Dessau, bevor dann eben ein größerer Theaterbau gebaut worden ist. Und diskutiert wird eben auch jetzt von dieser Schlossplatzinitiative über diese Situation hier vor Ort, wo der alte Lustgarten war, der im 18. Jahrhundert entstanden ist. Was ist denn das hier, dieses kleine Ding am Ufer?
Ja, das waren, also das hier vorne, das gehört zum Gestänge dazu, aber das waren, ich nehme mal an, dass das so Abgrenzungen von der Gartengestaltung waren. Mhm. Also ein Laubengang. Mhm. Ja, sowas in der Richtung. Und irgendwie einen Weg oder eine Straße hat es da nicht gegeben? Also nee, wie gesagt, die beiden Flügel mussten dann ja weichen. Das erzählen auch ältere Gäste, die ja das Museum besuchen, immer wegen der Mühldorfer Randstraße, die dann gebaut worden ist. Darum gibt es ja auch die Diskussion jetzt, dass das die Verbindung zum Tiergarten eben durch die große Straße abgeschnitten ist. So. Ja, es ist einfach, ja, natürlich, klar, aber also diese, ich habe so überlegt, wie die Wegeführung war. Also ob es da irgendwie so einen Weg gab, der auf der Seite vom Anschluss vorbeiging. Nee, das war ja Garten, also da gab es nicht groß jetzt Wege. Zumindest sind die mir nicht bekannt. Also im Grunde dann ja. Immer von hier. Ja, ja. Ja, vielleicht können wir noch kurz einen Blick hier auf das Modell der Marienkirche werfen, bevor wir dann hochgehen. Einfach damit Sie diese Situation vor der Kirche, die auch im Krieg zerstört worden ist, dann nochmal so sich ein bisschen vergegenwärtigen können. Also das waren die sogenannten Buden, die sind gebaut worden zwischen 1692 und 94 von einem holländischen Baumeister, Cornelis Rijkaard heißt der, einige von Ihnen werden ihn kennen, durch den Bau des Zerbster Schlosses und auch in Oranienbaum war er auch vertreten. Und wie gesagt, die sollten praktisch den einmal die Fassade der Marienkirche so ein bisschen, die relativ trostlos schien in der damaligen Zeit, ein bisschen verdecken und verschönern und andererseits diesen Platz, der ja wo Markt abgehalten wurde, nach Norden hin abgrenzen. So. Wie gesagt, wir machen ja jetzt heute keine Führung durchs ganze Haus, nur mehr zu den Modellen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie aber trotzdem. Wir hatten jetzt auf Sie gewartet und wer es noch nicht gesehen hat, also hier, wo Sie jetzt ausgestiegen sind mit dem Bus, das wäre praktisch diese Platzsituation gewesen vor dem Krieg, da wo jetzt der Parkplatz ist mit dem Leopold-Denkmal. Nur zur Orientierung nochmal. Das Bild stammt übrigens von einem Maler, der länger in Dessau gelebt hat, Leopold Arends. Der hat immer gerne auch so Weißblech gemalt. Gibt es ein paar Bilder hier in der Ausstellung auch von. Auf dieser Etage, wenn Sie nochmal wiederkommen ins Haus zur Orientierung, finden Sie vorwiegend Themen des 17. und 18. Jahrhunderts. Es gibt eben hier das Thema Fürst Franz als eines der großen Themen hier im Haus. Es gibt einen Exkurs zur Entstehung der jüdischen Gemeinde und es gibt dann hinten im Ausstellungsbereich noch einen Exkurs zur Theatergeschichte. Nur so zur Orientierung kurz. Wir haben vorhin am Stadtmodell ja an der Ecke diese Synagoge gesehen. Das wäre jetzt praktisch diese letzte Synagoge, die in Dessau gebaut worden ist. Das können Sie sich hier ganz gut vergegenwärtigen. Vielleicht kurz zu dem Exkurs hier zur jüdischen Gemeinde. Wir haben das betitelt in der Dauerausstellung von Dessau gegen die Emanzipation der deutschen Juden aus und widmen uns hier so ein bisschen der Entstehung der jüdischen Gemeinde in Dessau, die hier auch eine lange Tradition hatte. Hier ist nach preußischem Vorbild von einem Fürsten, den Sie hier sehen auf dem Gemälde, schon relativ früh es jüdischen Familien genehmigt worden, sich hier in der Stadt niederzulassen. Das war Johann Georg II. Von Anhalt-Dessau, verheiratet mit dieser Henriette Katharina von Nassau-Oranien. Die kennen Sie vielleicht, für die ist das Oranienbaumer Schloss gebaut worden. Und der hat eben gedacht, wenn er nach dem 30-jährigen Krieg es jüdischen Familien genehmigt, sich hier anzusiedeln, wird die Wirtschaft vielleicht wieder ein bisschen in Gang gesetzt und angekurbelt. Die Juden hatten ja nicht die gleichen Rechte wie andere Bürger in der Stadt und mussten sich immer den Schutz eines Fürsten erbitten. Sie mussten dafür Schutzbriefe ausgestellt bekommen. Einen solchen haben wir hier mal ausgestellt. Der stammt aus dem 18. Jahrhundert und hier wurde genau reglementiert, zu welchen Bedingungen man sich in der Stadt ansiedeln durfte. Sie durften zum Beispiel kein Gartenland erwerben und nicht in Konkurrenz zu den Handwerksberufen treten. Sie durften aber Geldgeschäfte und Handelsgeschäfte errichten. Auch dies ist wieder ein Thema für sich, wo wir nochmal eine Extraführung machen könnten. Heute ist unser Ziel ja, die Modelle ein bisschen genauer in Blick zu nehmen. Im Lauf der Geschichte gab es aber vier unterschiedliche Synagogen in der Stadt und das ist die letzte, die in Dessau gebaut worden ist. 1908 ist sie eingeweiht worden und
finanziert worden ist sie vorwiegend mit Mitteln, mit finanziellen Mitteln von dieser Dame, die Sie hier im Gemälde sehen. Sie zeigt Julie von Kohn-Oppenheim. Sie war die Tochter von Moritz Kohn. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Moritz Kohn war ja Hofbankier beim preußischen König und eben auch Bankier für die anhalt-dessauischen Fürsten. Sie wiederum war kinderlos, hat den Besitz ihres Vaters geerbt und nachdem sie gestorben ist, hat sie dann ihren ganzen Besitz und sie war sehr wohlhabend, einerseits der Stadt Dessau überlassen und andererseits der jüdischen Gemeinde. Damals hieß sie israelitische Kultusgemeinde. Und die Stadt Dessau hat von ihren Mitteln, von ihren Geldern Sozialeinrichtungen eingerichtet und Waisenhäuser gebaut. Und die jüdische Gemeinde hat dann eben diese große neue Synagoge finanzieren können. Sie sehen sie hier nochmal auf dem Gemälde. Es ist ein relativ stadtbildprägendes Gebäude gewesen mit der großen Kuppel. Und von der Art, wie sie gebaut ist, erinnert sie ja vielleicht gar nicht mal so sehr an jüdische Gemeinden oder an jüdische Gebäude, sondern könnte auch eine christliche Kirche darstellen, wenn Sie so an den Dom in Aachen denken oder in Speyer oder so mit den großen Kuppelbauten. Baustil war der Neoromanik nachempfunden aus dem 13. Jahrhundert und diese Art des Bauens galt als eine Idealsynagoge im wilhelminischen Deutschland. Vielleicht können Sie mir sagen, aus was für Material dieses Kupferdach, was eigentlich ein Kupferdach imitieren soll, gebaut worden ist. Haben Sie eine Idee? Ich finde das immer so faszinierend, was der private Modellbauer sich hier so hat einfallen lassen, um das zu bauen. Laub ist es. Sieht aus wie Laub. Laub ist, und Naturalien ist schon gut, Tabak. Aber Laub war es nicht. Tabak ist es auch nicht. Noch jemand eine andere Idee? Kiwischalen. Ah, ja, ist gut. Haben Sie es gelesen, oder? Er hat es gelesen, aber genau. Also ich bewundere echt die Geduld von diesem Modellbauer mit Kiwischalen. Ist ja echt sehr erfindungsreich gewesen. Hier unten im Gemeindehaus wohnte übrigens die Familie von Kurt Weil. Zum Weilfest machen wir ja auch immer Führungen speziell zu Kurt Weils Kindheit und Leben in Dessau, weil der Herr sehr protegiert worden ist, einerseits vom Herzogshaus, andererseits Zugang in alle Theateraufführungen hatte, viele Kontakte zu den Dessauer Schauspielern und Sängern. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Die Familie Weil kam jedenfalls hierher, weil der Vater von Kurt Weil Kantor und Religionslehrer an der jüdischen Gemeinde war. Neues Thema. Nochmal den Verweis auf die ausgebrannte Kuppel, wovon wir unten am Modell schon gesprochen hatten. Das können Sie hier sehen, wie es ausgesehen hat. Die Synagoge ist dann auch schon relativ bald, nachdem sie ausgebrannt ist, abgerissen worden. Wenn das genauer interessiert, zu diesem Thema gibt es hier auch einen Film. Kommen Sie einfach nochmal in Ruhe wieder. Aktuell wird übrigens jetzt gerade eine neue Synagoge geplant für die Stadt Dessau. Im November wird der erste Spatenstich gesetzt. Die wird dort gebaut, wo jetzt diese Gedenkstele ist. Die Dauerausstellung Schauplatz vernünftiger Menschen würde jetzt stammen aus diesem Bereich, den wir jetzt hier gleich anschauen können. Sie sehen hier die beiden Protagonisten, Fürst Franz von Anhalt-Dessau, genau genommen Leopold III., Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, der aber von der Bevölkerung, weil er doch relativ positiv besetzt war, auch Vater Franz genannt worden ist, gemeinsam mit Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf, seinem Freund, Reisebegleiter und eben dem Architekten, der in Wörlitz diese vielen klassischen Bauten nach antiken Vorbildern hat errichten lassen, vor allem aber eben das Wörlitzer Schloss errichten lassen. Also hier wurden sie praktisch begrüßt und könnten sich hier als Besucher orientieren über einmal eine Reform, die sich mit der Landesverschönerung auseinandersetzt, in diesem Bereich hier vorne. Und wer dann weiter hinten schaut, würde weiter Informationen bekommen über die Schulreform, die eben auch unter Fürst Franz im 18. Jahrhundert hier stattgefunden haben. Dazu will ich gleich auch noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, fast jedes Kind in der Schule, was hier
ihr was über das Gartenreich hört, hört eben auch diesen Satz, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Die Landesverschönerung sollte nicht nur stattfinden, um eben ästhetisch was Neues zu bringen, sondern auch damit das Volk besser ernährt wird. Deshalb wurden viele landwirtschaftliche Reformen durchgeführt, zum Beispiel. Also die beiden reisten viel miteinander. Das war so der Impuls erstmal für die ganzen Ideen und die fuhren zunächst mal nach England. England war das ein sehr fortschrittliches Land in der damaligen Zeit, viel weiter als die kleinen Fürstentümer, die dann später Deutschland gebildet hatten. Und dort gab es eben auch eine neue Form der Gartengestaltung, die vorwiegend vom englischen Landadel praktiziert wurde. Und Fürst Franz und Erdmannsdorf waren davon so begeistert, dass eben der englische Landschaftsgarten hier, einer der ersten in Deutschland, dann eben in Wörlitz entstanden ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Exponate, die Sie hier sehen, beziehen sich eben auf dieses Thema. Eine Idee, die damit verbunden war, war eben auch landwirtschaftliche Neuerungen. Deshalb haben wir hier das Modell der Domäne in Wörlitz. Wer von Ihnen vielleicht schon mal in Wörlitz war, wird dieses Gebäude vielleicht schon mal wahrgenommen haben. Kommen Sie ruhig näher, sonst sehen Sie das ja gar nicht. Dieser Teil steht noch, ist von Erdmannsdorf nachempfunden worden, nach einem Gebäude, was sich wiederum auch in Italien befunden hat, nach der Villa Emo in Nordostitalien stand dieses Gebäude und ist allerdings im Original schon 200 Jahre vorher entstanden. Der Teil steht noch, von diesen Teilen sind, glaube ich, nicht mehr alle erhalten. Und hier wurde eine Musterwirtschaft für die Landwirtschaft durchgeführt. Und das war eben auch so ein neuer Gedanke, einerseits der Landschaftsgarten, der die Barockform abgelöst hat. Also der Garten sah viel natürlicher aus, diese barocken Form, ein Baum rechts, ein Baum links, symmetrische Anordnung, das wurde so aufgelöst hier in Wörlitz. Und dann wurde eben auch experimentiert mit besseren, ertragsreicheren Sorten, mit Ablösung der Dreifelderwirtschaft, zum Beispiel die Fruchtwechselfolge wurde eingeführt und all das fand hier so statt in dieser Richtung. Dazu gehören auch diese modellhaft gebildeten Früchte, die ja eigentlich zum Anbeißen echt aussehen erstmal, wenn man nicht so genau hinguckt. Die sind aber eigentlich aus Wachs gemacht und stammen aus Weimar. Und die sind in Weimar gefertigt worden. Und die hatte der Fürst in seinem sogenannten pomologischen Kabinett ausgestellt. Pomulus von Apfellabtein, einen Obstbaumkabinett, also ein Kabinett mit Früchten, mit über 200 Sorten, wo die Menschen eben dran lernen sollten, welche Sorte ist jetzt ertragreicher, welche ist empfindlicher gegen Schädlingsbefall und die Früchte waren ausgestellt im gotischen Haus, was Sie hier sehen, auf dieser Ansicht zum Beispiel. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Was so spektakulär war an diesem englischen Landschaftsgarten, war natürlich nicht nur die Gestaltung des Gartens, sondern dass das Volk diesen Garten überhaupt betreten durfte, denn das war ein absolut neuer Gedanke in der damaligen Zeit. Und auch diese, dass man in fast alle Gebäude rein durfte, das war schon beeindruckend. Nicht so angetan davon war die Fürstin Luise von Anhalt, die Sie da hinten auf dem Gemälde sehen, die war schon ab und an auch ziemlich genervt von diesen ganzen Touristenrummel, der dann in Wörlitz so stattgefunden hatte und bekam dann das Graue Haus gebaut in Wörlitz. Sie meinten fast, in welches durften die Touristen? Ja, in das Graue Haus der Fürstin durften sie zum Beispiel nicht rein, aber das Wörlitzer Schloss war geöffnet für die Besucher. Das war praktisch also, der Hauptgedanke war eben, das Volk sollte gebildet werden, wo auch immer man was zum Bilden fand. Und das war einerseits die Möbel, die im Schloss standen, die neue Architektur, die Einführung des Klassizismus, das ganze Programm, was im Landschaftsgarten entfaltet wurde, die ganzen Tempel, die eben Vorbilder hatten in der Antike, die unterschiedlichen Brücken, an denen man lernen sollte, wie unterschiedliche physikalische Kräfte wirken, welches Material besser geeignet ist für einen Brückenbau. Also alles, was so in ganz Europa als gute Vorbilder herrschte, das wurde eben in Miniatur, ich sage immer so ein bisschen wie in Disneyland hier, auch übertragen in die Region. Da
gutes Beispiel für, naja, wenn man so ein bisschen abschätzig sagt, Disneyland. Dafür ist eben auch die Nachbildung eines Vulkans, nämlich des Vesuvs hier in Miniatur. Sie hatten vorhin ja, waren Sie es oder Herr Herrmann, auf die Villa Hamilton schon hingewiesen, wo eben diese ganzen Ideen auch zusammenkamen. Und ja, wenn man so sich überlegt, dass das eben auch sehr spektakulär war in der damaligen Zeit, dass man sich mit Vulkanologie überhaupt erst anfing zu beschäftigen, mit solchen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dann die Reisebeschreibung liest von Erdmannsdorf, der mit Fürst Franz eben auch den Vesuv besucht hat und sich dann wunderte, warum die Italiener wegliefen, als die Lava ausbrach. Dann ja, kann man sich vorstellen, das war spektakulär und neu und sowas wollte der Fürst eben auch haben, um die Leute hier bilden zu können. Zur Entstehung des Landschaftsgartens, der sich dann ja nicht nur auf Wörlitz erstreckte, sondern auch praktisch hier nach Dessau ausuferte. Hier gibt es das Luisium, das Georgium, wo hier auch ein Modell zu finden ist, noch ohne Seitenflügel. Auf der anderen Seite Musikau gehört mittlerweile dazu, Oranienbaum gehört dazu. Also das ganze Gartenreich, was dann Weltkulturerbe geworden ist, gehörten eben neben den Landesverschönerungsaktivitäten des Fürsten auch Reformen, die sich auf die Verbesserung des Schulwesens bezogen. Und diese ganzen Modelle, die Sie hier sehen, stammen eben auch aus einer modellhaften Schule, die im 18. Jahrhundert unter Fürst Franz eingerichtet worden ist. Gründer der Schule war dieser Herr, der hier auf dem Gemälde zu sehen ist, Johann Bernhard von Basedow. Der kam aus Hamburg und wurde von Fürst Franz hierher berufen, um eine Modellschule einzurichten, in der Kinder kindgerecht über Motivation, über Anschaulichkeit und neue Unterrichtsmethoden lernen durften. Und diese Schule hatte da die Lehrer, wie das heute auch so ist, häufig über die besten Unterrichtsinhalte natürlich sich heftigst auch den Kopf zerbrachen und auch heftig stritten, nicht lange bestand. Hinzu kam natürlich auch, dass es finanziell aufwendig war. Also nur 20 Jahre bestand die Schule, aber damals galt sie tatsächlich als einer der fortschrittlichsten, modernsten Schulen in ganz Europa und hat auch viele Nachfolgeinstitute in anderen Gegenden Deutschlands und auch teilweise in Europa hervorgebracht, die von Lehrern, die hier am Philanthropinum unterrichtet haben, dann gegründet worden sind. Salzmann zum Beispiel ist nach Thüringen gegangen oder Campe dann nach Braunschweig. Aber heute ist, wie gesagt, ja das Hauptthema sind die Modelle. Und die Modelle, die Sie hier sehen, wurden von den Kindern selber im sogenannten Handfertigkeitsunterricht angefertigt. Sie müssen sich nochmal vergegenwärtigen, anschaulich zu unterrichten. Das ist heute vielleicht ziemlich normal. Die Kinder machen Exkursionen in Museen, die Kinder lernen übers Internet, die gucken auch mal einen Film oder tauschen sich aus. Aber damals, wenn man überhaupt zur Schule ging, Schulpflicht war ja noch gar nicht durchgängig vorhanden. Das Lesen, Lernen passierte häufig am Erlernen von Bibeltexten. Da war das wirklich fortschrittlich, dass man naturwissenschaftlichen Unterricht hatte und dann eben auch gebildet wurde, geistig und handwerklich. Und eins meiner Lieblingsmodelle ist eigentlich dieses hier. Also alle sind ungefähr 200 Jahre alt und das sieht man wirklich am besten von dieser Seite. Von der Seite sieht man das gar nicht so gut. Ist ein Modell, was der Marienkirche sehr ähnlich ist von der Erscheinung her. Hieran sollte demonstriert werden, was eigentlich passiert, wenn ein Blitz in eine Kirche einschlägt und was passiert, wenn ein Blitzableiter angebracht ist. Sie sehen hier dieses kaputte Dach. Das Modell ist nicht mehr ganz funktionstüchtig. Es gab noch eine hölzerne Hebelvorrichtung, die leider nicht mehr vorhanden ist. Und den Teil des Modells konnte man abnehmen und dann wurde ein Äthergas entzündet. Und über die Funken, die dann sprangen, wurde, wenn der Blitzableiter nicht angebracht war, das Dach abgeschlagen. Und Sie müssen sich mal vorstellen, die lernten das. Und das war wirklich brandneuer Unterricht im wahrsten Sinne des Wortes, als es hier in Dessau noch nicht mal einen Blitzableiter gegeben hat. Der erste hier in der Region wurde 1692 erst eingeführt am Großkühnauer Schloss. Und, und zwei Jahre später war die Schule schon wieder geschlossen, aber das haben die zum Beispiel gelernt. Dieses Modell, was die Kinder auch selbst hergestellt haben, daran sollte man physikalische Hebelkräfte erproben und erlernen können. Solche Kähne haben die wahrscheinlich an der Elbe gesehen. Das waren Lastkähne, die an der Elbe standen. Besonders schön finde ich auch dieses hier.
Vielleicht haben Sie hier schon geguckt und auch schon erraten, dass das sein könnte. Ein Hausboot ist schon eine ganz gute Idee. Das war das Modell einer Flussbadeanstalt. Wir leben ja hier an zwei Flüssen, an der Elbe und an der Mulde. Und was auch spektakulär und neu war, am Philanthropinum, also dieser Schule der Menschenfreundschaft, die Fürst Franz errichten ließ, war, dass die Kinder Turnunterricht und Sportunterricht hatten. Und das ziemlich viele Stunden am Tag, also mindestens 3 Stunden waren im Unterricht für gymnastische Übungen und Sport vorenthalten. Und Basedow, der Begründer der Schule, sagte auch, dass er einige Übungen im Schwimmen für heilsam hielte. Und eine ganze Menge anderer Pädagogen hier aus Dessau, die aus Dessau hervorgegangen sind, haben sich eben auch mit dem Turnunterricht und auch mit dem Schwimmen beschäftigt. Sie müssen mal vielleicht auf die andere Seite kommen und sich ein bisschen bücken. Da sieht man, dass so kleine Leitern ins Wasser hineinführten. Und dort konnten die Kinder dann eben so ein bisschen rumpaddeln und erste Schwimmübungen machen an Angelleinen, die auch in der Zeit als Schwimmhilfe empfunden worden sind. Und wenn Sie hier reingucken, sehen Sie die Badekabinen praktisch. Ja, ja. Heute ist das wieder aktuell. Heute gibt es den Resum-Verein, ja. Die in Dessau wohnen, die wissen das. Es gibt hier eine der ältesten noch erhaltenen Flussbadeanstalten in Deutschland. Da gibt es hölzerne Badehäuser auf Stelzen. Und Junkers hatte da auch eine Badekabine. Und mit dem Resum-Verein gemeinsam haben wir jetzt so ein Kooperationsprojekt auch und hatten einen Sammelaufruf gestartet. Um Objekte zum Thema Resum, Flussbadeanstalt zu finden. Tatsächlich sind auch Herrenbadeanzüge aus den 20er Jahren hier eingegangen, die dort genutzt worden sind. Dort gibt es am 26. Juni übrigens direkt vor Ort eine Eröffnung. In den Badekabinen wird dann so eine kleine Freiluftausstellung auch entstehen. Sicher, bitte? Das ist auch so ein schwimmendes Gebäude. Nee, das ist keins. Das sind praktisch Badekabinen auf Stelzen. Und da gab es aber sowas wie einen Schweinekasten, hieß das, so einen hölzernen Kasten und Eisen. Holz- und Eisenstangen waren dort praktisch wie so ein Gitter angebracht, aber da lernten die Kinder schwimmen. Das ist auch ganz lustig, das Teil. Und wie gesagt, solche Dinger gibt es fast gar nicht mehr. Und hier an der Mulde sind eben mehrere Flussbadeanstalten auch nachgewiesen. Auch auf historischen Fotos gibt es die teilweise noch. Ja, und hier sind die Anfänge praktisch. Waren die Flüsse noch sauber? Ja, vielleicht. Jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Ja, also vor allem kann man